Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ein relativ kurzes, es ist bekannt, wie das Fight Night Event funktioniert, beziehungsweise wie der Game Mode heißt. Der Game Mode wird Airdrop Escalation heißen. Das Einzige, was noch ein bisschen in den Sternen steht, wie das mit dem Boxring funktioniert. Es gibt nämlich einen extra Game Mode. Ich zeige euch einfach nochmal einen Ausschnitt aus dem Trailer. Ich hatte im letzten Video nicht den kompletten Trailer, das ist nämlich ein chinesischer Trailer. Apex hat immer noch nicht den Trailer offiziell released, was ziemlich merkwürdig eigentlich ist. Ihr seht ja aus dem Trailer raus, dass es Airdrops gibt, deswegen Airdrop Escalation. Und dort sind schon vorgefertigte Waffen drin mit einem speziellen Loadout, beziehungsweise sind die schon standardmäßig etwas ausgerüstet. Und es wird wie folgt funktionieren. Je weiter fortgeschritten die Zone ist, desto besser ist die Waffe ausgerüstet. Quasi in der ersten Zone von mir aus eine Spitfire mit einem weißen Magazin und in der letzten Zone dann vielleicht eine Spitfire mit einem lila Magazin, vielleicht sogar goldene Waffen. Das steht aktuell noch nicht fest. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Was mit dem Boxring auf sich hat in diesem kleinen Stadion, ist aktuell noch nicht bekannt, was das für einen Sinn hat. Wissen wir wahrscheinlich alle, aber inwieweit das in dem Game Mode integriert ist, kann ich nicht sagen. Und auch das Town Takeover, quasi dieses kleine Stadion, was dann da mitten auf Olympus ist, ist relativ klein. Das haben sie schon gesagt. Das ist nämlich im Mittelpunkt ein Collection Event mit einem kleinen Town Takeover, quasi eine kleine Veränderung auf der Map, die aber wirklich, wirklich klein ist. Es gibt einen Ingame-Teaser, den zeige ich euch noch. Leider nicht in bewegten Bildern, weil gerade Rand der Welt aktiv ist und ich leider keine Zeit habe zu warten, bis Olympus am Start ist. Das sind zwei riesen Banner, die uns den Pathfinder zeigen, beziehungsweise das Fight Night Event anteasern. So weit ist so gut. Sollte es mehr Informationen in Sachen Event geben, wie das mit dem Boxring funktioniert, was es damit auf sich hat, wenn es vielleicht einen offiziellen Trailer gibt, das zeige ich euch dann später. Da werdet ihr wahrscheinlich dann tagesaktuell auch von mir wieder auf den Laufenden gehalten. Meine Fresse, schon wieder Wortfasching des Tages. Ich wechsle jetzt mal kurz in den Shop und dort zeige ich euch, was es in dem Shop zu beachten gibt. Ich habe davon gesprochen, dass es seit dem 19. war es, glaube ich. Nee, 19. macht keinen Sinn. Es gibt seit gestern Abend um 19 Uhr, so rum, gibt es den neuen Shop, wo ich darüber gesprochen habe, dass es den Facewalker Event Skin als Recolor gibt. Es ist nur eine Recolor-Version und es gibt etwas zu beachten. Ihr seht, ich habe hier eigentlich nur den mittleren, das seht ihr jetzt nicht, ich habe nur die mittlere Version für 1800 Coins gekauft, weil ich eigentlich diese Packs gar nicht haben wollte. Wenn ihr euch diesen Skin einzeln für 1800 kauft, könnt ihr nicht mehr den Facewalker Skin logischerweise mit den 30 Packs kaufen. Ihr seht, es ist im Besitz. Ich habe aber jetzt quasi, mir sind jetzt quasi durch die Lappen gegangen, die 30 Packs oder die 60 Packs. Habt ihr vor, euch beide Packs zu kaufen und ihr seid sowas von unwissend, weil ihr unbedingt die 30 und die 60 Packs haben wollt und ihr seid unwissend und kauft zuerst das 30er Pack und wollt dann das 60er Pack kaufen, das funktioniert nicht. Das ist ganz wichtig. Dieses Pack kostet 4000 Coins mit den 30, dieses kostet 6000 Coins. Aber wie gesagt, solltet ihr euch vorher einzeln diesen Facewalker Skin kaufen, dann ist es vorbei. Weil ich wollte eigentlich für eine Videoaufnahme für dieses Video testen, wie viel werden diese Packs hier günstiger, wenn ich den Voidwalker Skin einzeln kaufe. Pech gehabt, hätte ich vorgehabt, jetzt die Packs hier noch einzeln zu kaufen. Geht nicht. Also entscheidet euch vorher, was ihr wollt, bevor ihr diesen hier einzeln kauft. Ich zeige euch jetzt ganz kurz noch im Shop, was es hier noch Schönes gibt. Es gibt für 2400 Coins hier einen Mosambik-Skin, dann die Eva 8, ein Prowler-Skin, ein Krypto und ein Watson-Skin. Das sind halt alles schon bekannte Skins. Jetzt zappen wir eins weiter. Dort haben wir einmal den Charge-Rifle-Skin und einmal den Havoc-Skin, der sehr, sehr geil aussieht, muss ich sagen. Und als letztes Bündel für 600 Coins haben wir hier einmal einen Waffencharm, ein legendäres und 12 epische Packs. Jetzt zappen wir noch eins rechts rüber. Ich glaube, es ist jetzt nicht so ganz dramatisch, dass man hier durch die Facecam nicht sieht, was da alles im Hintergrund passiert. Hier haben wir zwei Bloodhound-Skins, die aus dem Bloodhound-Event, das Town-Takeover rund um Bloodhound auf dem World's Edge vor einigen Seasons. Und ich würde sagen, damit sind wir schon wieder durch. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, ob der Kauf auch richtig funktioniert hat. Moment, das dürfte der hier sein. Genau.
Also das Gin ist einfach Wahnsinn, das muss ich einfach mal sagen. Das ist jetzt schon einer meiner Favorites mit dem Original zusammen. Aber wie gesagt, passt im Shop auf. Wenn ihr nicht genau wisst, was ihr kaufen wollt, überlegt euch das lieber zweimal. Das soll es schon wieder gewesen sein. Ich werde heute im Laufe des Tages aller Voraussicht nach noch mein 10.000 Abonnenten Q&A Special raushauen. Es hat 2 Monate gedauert oder ich habe mir 2 Monate Zeit gelassen. Sorry nochmal dafür, wer darauf gewartet hat. Im Laufe des Tages werde ich hoffentlich es noch raushauen können. Sollte es irgendwie nicht dazu kommen oder solltet ihr das Video vielleicht nicht schauen, wünsche ich euch jetzt schon mal frohe Weihnachten, ein schönes Weihnachtsfest allgemein. Bleibt gesund, ihr und eure Familie. Danke für euren Support bis hierhin, das auf jeden Fall. Ich wünsche euch was und wir hören uns auf jeden Fall in den nächsten Tagen nochmal. Ich wünsche euch was, haut rein, ciao.